Willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Jane, wie laufen die Entwicklungen heute? Ich hoffe, Mr. Clayton ist wohl auf. Das hoffe ich eigentlich nicht, der ist doch der Bösewicht. Oh! Immer diese Szenen einfach aus dem Nichts. Okay, das kam eindeutig von hier. Ui! Hilfe! Ich glaube, das ist der finale Kampf. Ah ja, ich muss mal hier Bambus beobachten. Alter, ein Preiszeichen richtig im Auge. Tschüss! So, heute gibt es Jaguarfleisch. Na, wo raschelt's? Da bist du. Oioioi. Das ist aber auch hier. Oh, sehr gut. Wir haben Reißzahn erhalten. Okay. Es tut mir ein bisschen leid ums Tier, aber gut. So, was ist los? Noch mehr Affen. Na? Okay, jetzt ist das Gebiet hier wieder vorerst sicher. Aber wir müssen ganz dringend zurück zum Lager. Denn den Clayton haben wir ja immer noch nicht gesehen. Hey, wo ist Jane? Was ist los, Tarzan? Irgendetwas kommt. Jane in Gefahr. Jane in Nähe. Bei Baumhaus. Das klingt nach Ärger. Gehen wir. Gut, wir füllen uns einmal auf. Vielleicht gucken wir einmal, dass wir dann doch Tarzan nochmal mitnehmen. Das finde ich ganz nett, weil wir haben ihn schon länger nicht mitgenommen. Ah, okay. Nehmen wir aber vielleicht mal die Potion ab. Gutes Mittel, um seine eigenen Leute aufzufüllen. Ist ein bisschen fies, ne? Aber das Spiel gibt da einem noch ein paar Potion. So. Ich nehme aber jetzt noch Donald mit. Das finde ich immer ganz nett. Das nächste Mal kann ich ja Goofy mit mitnehmen. Ah ja, Tarzan. So, hier kommen die Moneten wieder.
Also diese rosa Äffchen mit dem Schleifchen auf dem Kopf, das erinnert mich an irgendeine Folge von Alvin und die Chipmunks. Wo dann bei so einem, ja, Zirkus sozusagen ein Äffchen war, das genauso aussah. So, wir haben aber hier noch den Reißzahn gekriegt. Ja, ändert jetzt bei Sora ehrlich gesagt nicht so viel. Aber wir können ja mal gucken. Machen es mal so. Na gut. Tarzan braucht jetzt kein Accessoire von uns. So. Dann statten wir hier alle mal aus. Und Tarzan hat noch den Speer als Waffe. Es ist ganz interessant, sich das mal so anzugucken. Weil sonst, ja, haben wir diese Waffe nicht zur Verfügung. Genau, zurück zum Äffchen. Ah, haben Sie mich schon gehört, dass ich hier das magische Wort Affe gesagt habe? Na komm schon. Ah, den noch, ne? Yes. Ah, nein, da sind noch ein paar mehr. Nochmal ein Schleifenäffchen. Na, da bist du. Auf jeden Fall bei Alvin und die Chipmunks hat dieses Äffchen auch immer die Leute bestohlen. Also dementsprechend konnte man aus diesem Äffchen auch immer sehr viel Geld rausholen oder Juwelen oder was auch immer. Und wie gesagt, vom Design sieht das sehr ähnlich aus. So, gucken wir mal. Tarzan hat gesagt, Jane ist im Baumhaus. Das heißt, altbekanntes Spiel. Die Lianen zeigen uns den Weg. Der Weg ist leider ein bisschen länger. Aber wir haben es gleich. Große dunkle Frucht sieht verdächtig aus. Welche Frucht? Oh, die da. Ja. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber okay. Zieht die hier Lebensenergie ab oder was ist los? Here.
So, kann ich jetzt vielleicht noch mal... Was hat's denn damit auf sich? Also irgendwie merkwürdig. Ich komme da gar nicht richtig dran. Okay, man kommt hier auch nicht mehr raus. Okay, also hier spawnen die Gegner ununterbrochen. Ich mache aber auch nicht wirklich Schaden. Ich kann das Ding nicht richtig angreifen. Was ist denn das? Das ist wirklich komisch. Ich kann diese Frucht nicht angreifen, richtig. Ja, aber es muss doch irgendwie was damit zu tun haben. Das ist ja echt verrückt. So, jetzt. Aha, jetzt. Hat aber lang gedauert. Mr. Clayton kam zum Zelt und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Okay. Clayton? Gorillas gefangen. Turk weggelaufen. Wir müssen den Gorillas helfen. Das tun wir. Aber wohin? Das macht keinen Sinn. Dann nehme ich nochmal welche von Goofy, bis ich in Traverse Town Nachschub besorgen kann. Okay, wir haben Konter gelernt, aber... Oh, und MP-Hast hat Donald noch gelernt. Na, schade. Mit dem nächsten Levelaufstieg dann vielleicht. So, wie war das denn hier nochmal? So. Tarzan, dein Stab ist im Sichtfeld, wollte ich sagen. Da ist er auch direkt vom Baum gesprungen. Sein Speer war es nämlich. Hat er gesagt, das ist kein Stab. So, da ist er wieder.
Ach ja, da kleben schon die nächsten Zähne im, in der Rinde. Stecken schon da drin. Da weiß jeder, der hier dran vorbeikommt, wie viele Zähne Sora schon verloren hat. Ach ja, noch mehr Affenherzlose. Ich finde das sehr witzig, dass die ja, hier Affenherzlose untergebracht haben, so zum Szenario. Ah. Es gab einen Stufenaufstieg, glaube ich, für Tarzan gerade, was nicht wirklich viel bringt langfristig. Deswegen, ja, nehme ich die Gefährten, die nur temporär sind, nur manchmal mit. Ich glaube, es hat sich ausgetarzahnt. Denn ich habe nicht so viel davon, wenn meine eigene Gruppe nicht levelt. Und das ist ja eigentlich eins der wichtigsten Sachen. Deswegen, ich glaube, Tarzan hat gut Screentime gekriegt und ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir jetzt schon bald auf den Endkampf zugehen. An viel mehr erinnere ich mich nämlich auch nicht. So, jetzt hat Goofy natürlich nicht so viele Items zur Verfügung, aber das ist dann halt einfach so. So, wir haben einen neuen Herzlosen. Um Gottes Willen, ach ja. Das ist so... Das war sowas... Hütchenspieler sind das, ich verstehe. Kann ich mich auch nicht mehr so ganz richtig dran erinnern. Das sage ich, glaube ich, viel zu oft. Ah gut, an jede Kleinigkeit kann man sich nun mal nicht erinnern, das ist einfach so. Ich gehe einfach mal weiter. Ich bin mir sicher, dass das noch irgendwann wichtig wird, aber... Ah, da ist die Gorilla-Familie. Und Clayton. Ja, Kerchak muss leben. Clayton? Not Clayton. Not Clayton. Okay. Ist auch sehr schön in einem Kinderspiel jetzt gerade hier von einer Schusswaffe angegriffen zu werden. Herrlich! Schon kaputt? Warum nicht? Oh oh. Was? Okay, hallo. Gar nicht gruselig oder so. Das Spiel ist auch nur ab 6. Oh! Ein Chamäleon. Stimmt. Oh, wow. Okay. So, man muss den Clayton angreifen, nämlich. Das hat eben bei der Familie nichts gebracht. Hallo. Ah.
Okay, der ist da oben gelandet. Er hat sich aber auch geheilt. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wir müssen Clayton angreifen. Kleiner Winzling. Nein, 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 der darf da nicht wieder aufsteigen. Yes! Herrliche visuelle Darstellungen. Die Kraft der Heilung erhalten. Die Magie Vita erlernt. Yes, die beste Magie überhaupt. So, jetzt ist hier wieder Frieden im Dschungel. Und Kerchak lebt. Ist das nicht schön? Das ist eine komische Art, Danke zu sagen. Und jetzt geht aus meinem Dschungel, sagt er. Sehr schöne Szenerie hier. Tarzan home. Gut. Tarzans Zuhause. Es ist wohl noch nicht ganz vorbei. Und ja, wir stehen hier vor dem wunderschönen Wasserfall und das nächste Mal gucken wir uns den Rest des Dschungels an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.